Ah. Ihr Double! So war das nicht gedacht. Nein, 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 nein! Ah! Ja, was will man machen, wenn man mit Minions und solchen hochqualifizierten Mitarbeitern arbeitet, dann darf man, glaube ich, auch nicht viel anderes erwarten. Jetzt ist die ganze schöne Ausrüstung wieder weg. Ich hab gerade gedacht, die springen direkt da ins Feuer. Gehen einfach drauf. Ist da drüben irgendwas? Gehen wir mal nach da. Ach, was soll's. Gucken wir mal, wie viel da jetzt drauf gehen. Einer. Okay, ab zwei hat. Lohnt sich's nicht mehr. Nö, ja, passt. Ist auch nur einer drauf gegangen. Oh, ah, fuck. Wenn alle auf einen gehen und die nicht festgezaubert werden, geht es ziemlich schnell. Sind die Lebensenergie ab oder was machen die? Jetzt läuft er direkt ins Wasser, der Double. Jetzt sind alle heil rausgekommen und. Ja. Verdammtes Wasser. Hätten die mal zum Schwimmkurs anmelden sollen. Das sind die Grünen. Kiridanische Höhlen. Da ist der Energieknoten, an den ich nicht drankomme, ohne die Grüne. Deswegen machen die das da auf. Und ihr holt mir bitte dieses schöne Gefäß. Ja, und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das das Objekt, das uns 5 weitere Minions bringt, die wir mittransportieren, mit uns nehmen können. Los geht's. Danach geht's ab in die Höhlen. Ah, dann nehmen wir auch die Stäbe von diesen Zauberern. Lass mal an den Rand, damit wir nicht im Weg stehen. Kriegen die das wieder nicht hin? Ja, aber das Spiel guckt auch so, dass ein bisschen die besser ausgerüsteten hier bleiben und anderen das holen. Ah, oh, verdammt. Auch okay. Ich habe so gehofft, wenn die Grünen kommen, dass ich jetzt noch ein paar mehr mitnehmen kann. Aber dann ist das halt nur mein Mana. Dann gehen wir jetzt eben in die vitrianischen Höhlen. Und ihr seht rechts unten, der Spiel Counter-Strike Global Offensive. Wusste gar nicht, dass er das hat. So, wie hieß es die Wiki? Ja. Irgendwo hier müssen sich die grünen Schergen ein Zuhause eingerichtet haben. Folgt ihnen! Folgt! So, okay. Neue Schergen, Teleportation. Ja, Gift. Ja. Da ihr über eine gute Beobachtungsgabe verfügt, Herr, ist euch sicher schon aufgefallen, dass die Grünen immun gegen Gifte sind. Nein! 115% Kampfkraft ist natürlich nicht so super. Aber was will man machen? Auf die 180% war ich jetzt schon lange nicht mehr. Ja, ja, sag schnell, bevor der. Das ist grüne Lebenskraft. Nutzt sie dazu, grüne Schergen an eure Seite zu rufen. Ja, wie immer. Da liegt was. Er nimmt's gut. Sie können auch die Pflanzen zerstören, von denen diese giftige. Dieses Feuer. Da eben. Das Gift. Vielen Dank. Da kommt dann. Kann ich welche rufen? Nein.
brauche wirklich erst das Nest. So, machen wir mal wieder ein bisschen dran. Oh, fuck, das ist ein... Oh, oh. Komm. Ja gut, es sind immer die gleichen Gegner, so ein bisschen vom Aufbau her. Aber man weiß wenigstens dann... Ah, ich dachte, da geht's rein. Aber anscheinend nicht. Sind die Schergen wieder, die uns irgendwo hinrufen wollen. Komm, da gibt es immer Ausrüstung. In diesen Gräbern, Überresten. Gewöll, ich weiß es nicht. Das bringt auf jeden Fall immer ein bisschen Bonus. Das kann ja nie schaden. Wenn es zum Beispiel jetzt auch gerade an den Boss geht. Ja, die gehen natürlich unten rum. Und los! Aber. Pass auf! Alles Gift! Außerdem sind die Grünen für mangelnde Spiel. Sogar böse Kreaturen sollten gewisse Tja! Kennen halt nicht alle so. Verdammt! Sein. Wie mein Ehrwürdiger, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Berater. Minion. Wenn man meine Minions anguckt, so hygienisch sind die wahrscheinlich auch nicht. Ah. Komm zurück. Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht gleich. Grad mache ich's Maul zu. Was macht der? Die nehmen natürlich den direkten Weg und gehen dann durchs Gift. Ja, und da bin ich 6 Minions ärmer. Na, verdammt. Ich gehe jetzt nicht zurück. Das wird schon irgendwie gehen. Die sind darum. Da will ich dann nicht hin. Da ist eine Pflanze. Gibt's da dann irgendwie was? Muss ich nachher mal die Höhlen erforschen mit den Grünen? Vielleicht gibt es hier irgendwelche Schätze. Da ist das grüne Schergennest. Ah, ich schätze mal, ich komme da durch. Muss halt dann durch, bevor dieser Strahl... So, komm, und rein, bevor die ihren... Giftattacke machen. Nein, 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 nein. Erstmal die Ausrüstung da oben wiederholen. So, und jetzt gehen wir wie an der Ampel alle zusammen. Ja, wieso, aber wieso geht denn der eigentlich sofort drauf? Und noch einer. Na gut, wenn die Roten immer angreift, die sind ja körperlich nicht so stark, so widerstandsfähig, dann. Kann das wohl mal passieren? Haha, er hat diesen. Seht ihr den Helm? Den hat er wohl von diesem Zauberer. So, jetzt aber fix. Habe ich noch 5? Wie landet? Das wollen sie. Ja, gut, dann muss ich das wohl noch zur anderen Seite rausschieben und. Nicht dahin schieben. Ah, sehr schön. Komm. Ah, oh shit, der hatte eine Ausrüstung. Na. Komm. Ah, wenn's an. Und da bin ich unten auf 28%. Nein, natürlich von denen allen, die jetzt da sind, keiner wirklich ausgesagt. So, sind wir hier im schönen Elfenwald. Und sammeln unser nächsten Minion sein und ich befürchte, der geht gleich jemand drauf. Hat er nicht gerade Gift? Vielleicht haben die es ja auch weggemacht. Unsere kleinen grünen Helferlein.
folgt dem am besten. Ah, da geht's zur Brücke. Und ich warte, ansonsten gehen die nur wieder drauf. Nein. So geht's auch. Dann muss ich nicht wieder meinen ganzen Trumpf riskieren. Und los. Ich wollte sagen, hoffentlich habe ich jetzt zu früh zurückgerufen. Da ist das grüne Schergennest. Und ich werde wohl. Die klingen gerade so ein bisschen wie die Vampire im ersten Soul Weaver Teil. Das grüne Nest mit den Grünen. Wir brauchen es, um weitere von ihnen herbeizurufen. Dann schicke ich euch mal alle rein. Und hol für das Abenteuer hier die grüne Kohorte. Die sollen dann. Ich werde die Höhlen auch mit denen dann gleich erstmal intensiver erforschen. Ich bin mir sicher, hier gibt es noch irgendwelche Sachen zu entdecken. Zum Beispiel diese Schatzkiste. Oh, 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 was? Oh, wie? Woher? Und ich weiß dir, was passiert, wenn. Wenn man stirbt. Schönes Haus, ja, aber wenn man stirbt, dann sind, glaube ich, alle Minions tot. Aber ich habe. Ob ich einmal 16 kann ich mir noch leisten. Ja, das haben wir schon gesehen. 27. Ah, sind ein paar weniger. Scheiße! Gar nicht gesehen. Das Nest selbst ist giftig, das muss man wieder mal sagen. Verdammt, verdammt. Hab ich noch? Ja, ich hab noch. Schön, dass ihr auch gleich so gut. Von Erfolg. So wie beim neuen Minions-Film, der jetzt bald rauskommt. Lasst eure Grünen in dieses elende Unkraut ausschwärmen. Sie werden es beseitigen. Und es gibt schön Kohle. Einmal tief Luft holen. Wunderbar. Ist ganz praktisch. Wo geht's? Dahin, wo wir. Ja. Da waren wir. Da sind. Käfer. Ich frag mich, ob die auch da wären, wenn ich nicht gestorben wäre. Ah, ich hab einen Tipp bekommen. Komm im Team. Das kriegt ihr da. War ich hier? Hidden Treasures. Let me see. No. Ja, ich war hier schon. Aber ein bisschen Schätze kann nicht schaden. Da wir viel. Oh, ist das knapp? Das ist knapp, aber das macht denen ja nichts. Und nachdem wir unser Haus ja alles dekoriert haben, schadet es nicht, mal etwas Geld wieder einzusammeln. So, ja, die kommen wahrscheinlich nicht über die Brücke. Eigentlich kommen die ja auch so durch. Verdammt, ist da oben was? Oder kann ich da. Ah, da kann ich so hoch. Gut. Dann war da nichts Besonderes. Weg damit. Ich gehe besser oben rum. Können die da wieder irgendwie. Lass mich mal durch. Ne, das ist nichts, sind einfach nur Wurzeln. Alles klar. Ich sehe nämlich irgendwie an so einen Kaktus oder sowas. Kennt ihr diese Fenster von irgendwelchen Leuten, wo alles voller Pflanzen steht und da ist immer so ein Kaktus auch dabei? Mindestens einer.